So, ich würde sagen, wir fangen gleich bei der ersten Base hier an, weil wir sind halt einfach nur unterwegs und schauen, was die Leute so gezaubert haben. Und ich kann auch sagen, sie haben viel gezaubert. Sie haben richtig, richtig, richtig Gas gegeben. Und die Elgato ist ein bisschen laut, oder? Das Laufgeräusch vom Tüller ist mir etwas zu laut. So, jetzt soll es besser sein, weil sonst hört ihr nur Tüller und sonst nichts. Das kann da nichts. Wir hängen in den Bäumen. Skorpion! Komm. Alter, wo kommen wir da auf deine Base? Ach so, der hat da vorne eine Rampe. Es lädt gerade nicht. Es lädt nicht. Ja. Selbst der stärkste Tüller ist zu schwach für das. Aber da kommen wir rein. Nice. Also. Was wird das? Hallo? Abriss möglich in? Abriss möglich? Da war wohl jemand länger nicht hier. Also derjenige, der das gebaut hat, und zwar Stamm. Denkt immer Sandwurm. Sandwurm, was geht ab? Willst du nicht mehr? Oder was ist los? Gut. Hier haben wir auch noch eine fette Base. Valentin. Der Valentin ist hier. Wir spoilern einfach voll in die Hütte. Okay, hier ist mal nix. Nächster Raum. Auch noch nicht viel. Nächster Raum. Hier steht der Drache. Valentin, wo wohnst du? Er hat zwar fette Schmiede hier und zwei gute Tiere, aber... Wo wohnt der gute Valentin? Und es ist nur so eine Art... Dino-Lager. Das könnte sein. Eventuell der Koleos immer super schnell, das geht. Das läuft richtig geil. Ach ja, Frage an euch. Das könnte... Könnte heute noch sein, dass ich das sogar noch öfter frage, falls sich jemand mit Twitch richtig gut auskennt. Also nicht nur, ja, ich kann mir einen Account erstellen, sondern richtig gut, wie das geht mit den ganzen Einstellungen, falls jemand donatet, wie das Ganze geht. Bitte, derjenige soll sich bitte bei mir bei Twitter oder Discord oder so melden, weil ich bräuchte da mal Hilfe. Ich würde ja gern über Twitch auch streamen, aber... aber ich bin zu blöd dafür. Ja, ich komme mit den Einstellungen irgendwie nicht klar. Aber falls ihr mal, also falls einer von euch mal was drauf hat, bitte schreiben. Jo, also Leute, es läuft richtig geil. Also mein Server, wir haben bis jetzt echt super nette Leute drauf. Auch in der Discord-Gruppe. Wirklich nice Leute. Ich musste bis jetzt einen kriegen. Einen. Sonst echt alles super. Hey, das mit Glas ist richtig geil. Das ist richtig geil. Da kann was, ne? Nice. Wer hat das gemacht? Benny's Clan. Nice, Benny. Das hast du oder ihr schön gemacht. Cool. So mit Glas in den alten Stein, das ist einfach so richtig eine geile Sache, ne? So, wir laufen mal darauf. Ich will mal ein bisschen Richtung grünen Obi kommen, weil da sollte uns was Großes erwarten. Da baut der Valgaror. Und spring! Was läuft? Wow. Das nenne ich mal eine riesengroße Base. Mein Tüller ist zu faul zum Klettern. Wirklich. Schaut euch mal die Fläche an. Und dann fragt jemand, warum leckt der Server? Ey. Bei solchen Bases. Wow. Hast eine Glasfront, ne? Chaosbande, meine Freunde. Leute, Leute, also die, wie gesagt, die Leute auf dem Server gehen echt geil Gas. Da unten baut sich was auf, da unten baut sich was auf. Hallo. Aha. Okay, wir lassen uns kurz Zeit, weil es laggt übelst. Komm, wir gehen mal langsam, wir wollen das genießen, ne? Alter, das schaut nicht schlecht aus, oder? Was sagt ihr, ne? Was haltet ihr davon? Komm, wir stellen mal unser Getier hier ab und checken die Base. Brav. Ganz brav. So, passt schon, der macht nichts. Der will nur spielen. Sam? Ich habe Sam verloren. Da ist Sam. Nice, oder? Brever, alles klar.
Ich traue mich ja gar nicht weitergehen. Ich weiß nicht, was auf den Tafeln noch steht. Mann, das ist Zeit. So scheiße. Herrlich. Ah, ihr müsst wissen, der, was diese Base gebaut hat, ist ein Arbeitskollege von mir. Ah, cool. Da liegt er, oder? Da ist er. Valgaror! Valgaror! Wach auf! Das ist schon wieder viel zu blöd, ne? Aber, Leute, ihr habt eine geile Bude gebaut. Es ist so burgmäßig, ne? Oben das Dach, das ist schon... Ach, das ist schon cool. Wir laufen mal kurz rauf. Kommen wir da rauf? Nein. Und da drüben? Doch, da. Ja. Wir sind mal so frei. Draußen macht mir natürlich der Coleo schon wieder Party. Der schafft das schon. Aber, fette Bude, oder? Was sagt ihr? Oh, mit Map. Nice. Ich find's cool, wenn so ein bisschen einrichtungsmäßig auch dabei ist. Sieht dann gleich viel besser aus. Ach so, das ist seins. Okay. Nein. Aha, Gefängnis. Oh, Besprechungsraum. Der Kriegsrat. Ja, auf jeden Fall cool, ne? Auf jeden Fall cool. Auf jeden Fall eine coole Sache. Wow, mit Kanone. Geil. Deswegen gibt es eine Kanone. Doch, die gibt es schon lange. Sorry. Ich nutze die nur nie. Ich nutze die nur leider nie. So. Aber wir wollen nicht die ganze Zeit bei einer Base bleiben. Auf jeden Fall, die Base ist schon mal geil. Wir müssen noch eins runter, gell? Jo. Aha, Flucht. Ich wusste, dass da gebaut wurde. Ich wusste. Nice. Geil. Also, es ist zwar noch nicht jetzt voll aufgebaut hier, ne? Von den Strukturen her. Es lag. Bitte jetzt nicht rausfliegen aus dem Server. Das wäre jetzt echt ungünstig. Komm, rauf da. Eine Plattform hingesetzt. Ragnars Arche. Warte mal, Ragnars Arche? Da war ich schon mal. Wow. Der hat krass dazu gebaut. Ihr seht die Boote, auf Booten und auf Dino-Plattformen ist bei uns hier auf dem Server das Sechsfache eingestellt. Das ist richtig geil. So. Auch Kanonen. Wie es gehört zu einem Ampir, ne? Schau mal, die Boote. Finde ich geil. Drum. Nice. Jeder hat einen Drachen. Also Drachen sind... Boah, ich muss mir echt Zeit lassen. Drachen muss man... Die sind nicht schwer bei uns zu bekommen, ne? Hier auf dem Server. Und hier sind auch so kleine Gästehäuser, ne? Oh, geil, mit dem gelben Strohdach. Nice. Lager. Danke für alles, Sari. Beste YouTuber der Welt. Nice. Danke. Wer hat das gebaut? Ragnars Arche. Er hat gewusst, dass ich komme, oder? Base wird noch dekoriert. Geil. Cool. Ach ja, und die Frage, ob man zusammen spielen kann. Sorry Leute, dafür fehlt mir einfach die Zeit. Ihr müsst auch denken, ich gehe arbeiten, ne? Und dann noch nebenbei YouTube, also die Videos aufnehmen, die Videos machen und dann nebenbei noch was vorbereiten. Da bleibt keine Zeit übrig. Es tut mir wirklich leid, ich würde gerne mit so vielen spielen. Egal ob es Ark ist, egal, ich würde gerne andere Server auch besuchen. Oder Fortnite spielen. Ich würde echt gerne viel mit euch machen, aber leider lässt es die Zeit nicht zu. Es tut mir wirklich leid. Ich würde echt gerne mehr Zeit mit euch verbringen. Aber ja, ihr wisst einfach. Man ist erwachsen, man hat einfach seine Verpflichtungen, man hat seine Familie und alles. Und da hat man dann nicht einfach permanent Zeit für Zocken. Schaut mal, was ich Freundschaftsanfragen bekomme. Ist das nicht schön? Die One-Man-Show hat da ordentlich gebaut, oder? Hallo! Wow! Wow! Wo
One-Man-Show. Ja, aber... Komm, auf da! Nice! Ist richtig geil mit den grünen Dächern, ne? Das kann was. Leute, das kann was. Ey! Das sieht ein bisschen chinesisch aus. Das ist wie so ein Tempel. Ach, der hat von innen drin auch die... Aha. Nice. Rex hat auch genug. Gigas hat auch am Start. Wann ist denn... Ne, 10. Okay, passt. Der ist aktiv. Der ist voll aktiv drauf. Nice. Hast du schön gemacht. Wenn auch, wenn du das siehst, hast du echt schön gemacht. So, öffentlichen. Okay, wir gehen weiter, weil jetzt kommen wir ins Gebiet, ne? Ins Gebiet, wo viele gerne bauen. Sieht auch nett aus, so wie ein kleines Dorf, ne? Wer bist denn du? Tylarka. Die Leute haben Namen, ne? So, okay. Wer bist denn du? Pures Glück. Ah, der ist sogar hier. Wer ist denn das? Human. Spring mal nicht, der will den Namen sehen. Der Karnobär. Ah, nice. Der ist ganz ziemlich neu draufgekommen. Wurde aus der Community ausgewählt. Also einer, der nicht gespendet hat, einfach aus der Community ausgewählt wurde. Nice. Toll. Hast du schön gemacht. Ja, guter. Ja, hat er gut gemacht. Schön. Cool. Ja, komm. So viel Zeit muss sein, wir gehen oberen Stock. Aber denkst, der ist jetzt. Wie lange ist denn der jetzt drauf? Ich hab's eh sogar im Video gesagt. Karnobär, melde dich. Bist dabei. Cool. Karnobär, nice gemacht. Schön, schön, schön. Oh, das muss die Ding sein, ne? Vom rosa Hasen, oder? Alter, ist das. Das muss es sein. Das muss es sein. So, lass mir mal reinschauen. Oh, wir müssen kurz warten. Echt, das ist zu viel. Weffers? Wer ist Weffers? Boah, es laggt so krass. Mann, der Erleuchtung da vorne ist ja voll geil. Oh, der hat ein Speedboot gebaut. Geh runter, Mann. Alter. Das ist eine Hafenstadt. Schaut mal, das ist wie in Hamburg oder in Köln. Köln ist das, glaube ich, auch. Die großen Kräne. Die Boote, ne, ihr wisst schon. Okay, Lady. Hi. Alter, das ist geil, oder? Und auch alles gefärbt. Eiskolben? Und Kartoffel? Danke. Und das geile Boot. Ja, man kennt's vom Aaron Longstuff, glaube ich, heißt der. Will ich auch mal bauen, sowas. Habe ich noch nie gemacht. Finde ich aber echt. Echt geil. Was lacht ihr da unten so? Ach, ein Generator. Ich finde das geil. Ich finde das wirklich geil. Ey, Leute. Okay, also für mich aktuell der Favorit auf den Server. Was sagt ihr? Was sagt ihr? Lasst mal ein Like da für diese geile Baukunst. Echt, es laggt wie Sau. Überhaupt kein Thema. Aber Alter, da mache ich mir ein Energy auf. Da, Alter. Wie geil! Wie geil! Der musste sein, oder? Ah, Betty. Jetzt sehe ich es erst, dass du da bist. Ah, ja, Betty ist klein, die übersieht man leicht. The Hotel. Doch, dann ist das doch vom Rosa Hasen. Ja, er hat mir extra offen gelassen. Oh, okay. Der Rosa Hase ist ja Admin hier. Nein, der cheatet sich nichts, das würde ich sehen. Die sind alle extrem brav, die Leute. Also die Admins. Erstes Obergeschoss? Zweites Obergeschoss. Ernsthaft? Wie geil ist denn das? Ah, schon wieder vorbei. Okay. Ihr kennt ja Aufzugmusik, ne?
Zimmer eingerichtet. Ja, was denn sonst, ne? Oh, Leute. Ah, da hat er zugelassen. Leute, wie geil, oder? Das Hotel. Alter, mit Dusche. Und Scheißhaus. Ready to poop? Nee. Alter, du bist so blöd zum Kacken. Nicht bereit zum Kacken. Warum ist er nie bereit zum Kacken, wenn ich auf den Klo gehe? Spiegel, alles. Ey, geil. Richtig, richtig geil. Wow, mit dem Leuchtturm, verdammt. Ich bin echt viel zu wenig in den Livestreams vom Rosa Hasen. Der macht Livestreams auf Twitch. Ja, Livestreams auf Twitch macht er. Und ist auch hier Admin auf dem Server. Alter, das macht mich jetzt so neugierig. Ich will hier auch noch auf. Nee, da waren wir doch schon, oder? Nee, ist was anderes. Ah, hier ist also die eher Holzklasse. Ach na, Familienzimmer. Hier kommen die Belger rein und da haben die Eltern an. Aber ich würde hier noch eine Trennwand drüber ziehen. Weil auch wenn... Ja, ist egal. Geil. Baugleich? Ja. Hut ab. Hut ab. Das ist... Wow. Das ist einfach nur wow. Ja, muss was essen. Jetzt ist schon vorbei. Jetzt bin ich schon wieder weg. Ich glaube. Ach doch, Kartoffel habe ich mit und Mais. So, weiter im Text. Also. Schaut mal, wie das Ganze dekoriert ist. Jetzt komm. Hafen, ne? Überall die Kürbe. So richtig schön aufgelegt. Wie es bei einer Fischerei und so ist, ne? Ey, das ist so geil. Das ist einfach so geil. Verschlossen. Okay, da darf man nicht rein. Das gönne ich mir, Leute. Licht. Mann, wie geil. Aha, man kommt rein. Oh, nee. Schaut euch mal das an. Leute, schaut euch das bitte an. Wie geil ist diese Hafenstadt? Mit Boot, mit Hotel, mit Schlag mich tot. Da oben geht's weiter. Alter, da bleibt mir echt die Stimme weg. Da schwebt was Totes. Wir bleiben jetzt kurz im Fly-Mode. Wir kommen, glaube ich, hier auch rein. Weil er sollte alles offen haben. Nice. Das sieht aus wie so ein Kupferdach, ne? Ein altes Kupferdach, wenn so Patina drauf ist. Hier, Speisesaal oder so, ne? Kantine. Die Bar. Ist aber noch nicht ganz fertig, hat er gesagt. Weil wir schreiben ja natürlich einiges, ne? Ah, da liegt jemand. Der Babynator liegt hier. Glaub mal, dass es der Rosa Hase gebaut hat. Aber warum liegt hier Baby Nachtor? Man weiß es nicht. Also wir lassen uns mal offen, wer das gebaut hat, aber laut der Beschreibung. Die Terrormieze. Laut der Beschreibung ist es schon das, was er gesagt hat, ne? Ja! Ja, schauen Sie rein. So, das ist auch noch von denselben, oder? Ja, wer was? Wir machen natürlich unter uns zu. Ey, es sieht einfach alles geil aus, oder? Schon allein die Feuerstelle auf den Tresoren, das sieht so wirklich werkstättenmäßig aus. Da oben ist das Chefbüro. Der schaut dann raus, ne? Und nice. Nice. So, wir laufen hinten rüber. Da war auch noch was. Oh, es gibt das. Wo? Hä? Hätte er es weggepackt oder hat es wieder genommen?
Man weiß es nicht genau. Ich bekomme... Ah! Danke. Das ist super. Ne? Jetzt kann man endlich mal schauen, was, wo, wie, warum. So. Nice. Da haben wir noch Fernglas. Cool. So. Jetzt gehen wir da weiter, weil da hinten geht's noch rum. Das habe ich gesehen. Rock Breaks am Start. Boah, geil. Schaut. Genau das sind die Sachen, was ausmachen, oder? Hier so eine kleine Skulptur mit den Artefakten drauf. Genau das sind die Sachen. Einfach, man braucht nicht pompös, riesengroß zu bauen. Es geht um solche Details. Genau solche Details machen das Spiel einfach herrlich, ne? Hä? Wie? Wie bekommt man einen Reaper auf Ragnarok? Das frage ich mich jetzt, denn man bekommt eigentlich nicht mal per Cheat einen Reaper nach Ragnarok. Da muss man sich, glaube ich, drüben schwängern lassen und dann herreisen, oder? Dass das geht. Bitte klärt mich mal auf. Also. Ist das meiner der? Nee. Alter, was haben ihr wieder gebaut? Was ist denn mit euch mit den Brontos los? Braucht ihr so viel Bären oder was? Und Ei. Ist schon weg. Da chillt einer. Okay. Die Trinity. Wow. Sieht geil aus mit den Treppen, ne? So etageweise. Das ist geil. Schaut aus wie so ein Gewächshaus von einem Gärtner, ne? Aussicht kann sich sehen lassen, oder? Also der Bauplatz an sich ist extrem geil. Man kommt aber nie auf die Idee, hier oben zu bauen, ne? Hier wohnen die Donnerbuddies. Und hier, glaube ich, ist auch irgendwo der Wahlen 9, ne? Sie haben hier gebaut, finde ich eigentlich auch ganz nice, ne? Viel mit Glas, Stein, die Kombi passt einfach gut. Aber wir laufen gleich weiter, weil sonst... Wir haben noch ein paar Plätze heute, ne? Dann wünsche ich euch wie immer, so wie jeden Tag, ne? Einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Euer Zari. Ciao, ciao.